Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Skriptorbrennerei. Mein Name ist Michael Schreiber und zusammen mit meiner Tochter Judith führe ich hier in Karlsruhe-Bullach eine kleine Abfindungsbrennerei. Zu unseren Produkten, die wir herstellen, gehören Obstbrände von A wie Apfel bis Z wie Zwetschge. Es gehört dazu Geistbrände, Spirituosen, Liköre. Wir stellen Whiskys her. Und wir produzieren unseren eigenen Gin. Ich habe immer mal wieder Dinge, die ich gern verkoste vor laufender Kamera, weil ich sie gerne euch näher bringen möchte. Und so habe ich heute einen Birnenbrand dabei, einen ganz speziellen Birnenbrand, der im Fass gereift wurde. Wir sind jetzt gerade wieder am Ende der Obstsaison und wir haben mit der Obstsaison quasi unsere Streuobstwiesen abgeerntet. Äpfel, Birnen, Quitten jetzt am Schluss. Wir haben davon selber gekeltert. Wir haben eine eigene Kälterei, die wir immer im August in Start bringen. Und bis Ende Oktober läuft dann die Saison. Wir keltern da für uns, wir keltern auch für andere Leute und stellen verschiedene Säfte her. Es werden auch Birnen, es werden Äpfel, es werden Quitten geerntet, die eingemeischt werden. Das heißt, sie werden gemust, zerschlagen und kommen dann ins Fass, um dann eben eine Maische zu ergeben. Aus dieser Maische, die dann vergoren wird, wird dann irgendwann ein Destillat. Und das, was ich heute dabei habe, ist ein spezielles Destillat, nämlich unsere Birne fassgelagert. Mit dieser Birne fassgelagert handelt es sich um einen Brand, der, ja, wie will ich sagen, zwei, drei Spezifika hat. Erstes Spezifikum, er hat eine Farbe, eine richtig schöne Bernsteinfarbe. Und diese Farbe rührt allein vom Eichenholzfass, in dem dieser Brand gereift und gelagert wurde. Die zweite Variante, es ist kein sortenreiner Birnenbrand, also von einer Williams-Christ-Birne zum Beispiel, sondern es sind 10 verschiedene Birnensorten, die wir auf unserer Streuobstwiese haben. Da gehört auch die Williams-Birne dazu, die Champagner-Bratbirne, die Alexander-Lukas-Birne, die Schweizer Wasserbirne oder die gute Gräfin von Paris oder die gute Graue. Alles auch alte Obstsorten, die heute im normierten Anbau oft gar keine Rolle mehr spielen. Aber diese alten Obstsorten haben eine schöne, haben verschiedene Charakteristika von Birnen, süßlich, richtig klebrig süßlich, bis her zu herb und bitter, sodass eben in diesen Birnenbrand ganz, ganz viel da eingeflossen ist. Machen wir die Flasche mal auf. Also ich habe gesehen, sie stammt von einem Brand, der bei mir lange lag. Und zwar, ich lese das nochmal hier hinten. Also ich kann immer anhand der Losnummer erkennen, wann der Brand destilliert und wann abgefüllt bzw. eingelagert worden ist. Und dieser Brand stammt von 2017 und war etwa 2 Jahre im Eichenholzfass gelegen vor der Abfüllung. Daher auch, wie gesagt, die schöne Farbe. Dann schauen wir mal. Was dieser Birnenbrand uns erzählt. Ich sage es ja immer wieder bei meinen Videos, dass mir bei der Verkostung eine Sache wichtig ist, nämlich das Auge, die Nase und der Geschmackssinn, dass wir alles drei miteinander verbinden und einbringen in das Ganze und deswegen auch hier zu schauen, wie sieht denn dieser Brand aus? Und ich habe schon vorhin gesagt, von der Farbe her halte ich den für ein bernsteinfarbenes Produkt. Und also ich denke, ja, schöner Farbeintrag durch das Holzfass. Und wenn wir es beim Verriechen eben angehen,
wunderbare Birnencharakteristika eben nicht zu identifizieren rein in eine bestimmte Birnensorte, dass man sagt, ja, da schmeckt man den Willi raus. Oder das ist eben diese Pfefferbirne oder so irgendwas. Nein, aber schöne birnige Noten direkt an der Nase. Überhaupt nicht alkoholisch. Mild, dezent, süßlich. Also man glaubt, so eine dezente Süße zu erriechen. Und man hat auch einige Fassnoten. Diese Fässer geben ja nicht nur Farbe ab, sie geben auch Aromen ab. Und man hat da Gewürze, könnte man fast sagen, die aus dem Holzfass gelöst werden. Diese Eichenwürze verbunden mit dem Tannin vor allen Dingen, dieser Bitterstoff, diese Bitterstoffe, die Tannine, die dennoch nicht nur Farbe, sondern eben auch Geschmack ausmachen. Probieren wir mal. Sehr, sehr süß. Wunderbar. Dieses Birnige, was man bereits in der Nase hat, kommt auch im Geschmack. Jetzt trockener werdend. Die Zunge wird rauer. Man hat das Gefühl, als würde es ein bisschen pelzig werden. Aber das sind eben auch die Birnen, die wie zum Beispiel die Champagnerbratbirne oder die Pfefferbirne so eine raue Oberfläche haben, die, wenn man da reinbeißen würde, wenn man sie essen würde, man auch merkt, das Fruchtfleisch ist nicht schön zart, wie bei der Williams Christ, die da auf der Zunge zerdrückt werden kann, sondern die hat solche harten, kleinen, wie Kügelchen oder Brosamen, solche Stücke da dabei. Aber ein wunderschöner Geschmack nach Birnen, nach einer richtig schönen, breiten Birnenpalette. Man merkt, der Abgang ist nicht besonders langanhaltend, eher so kurz bis mittellang. Er verschwindet wieder. Was bleibt, sind Fass- und Holzaromen. Aber auch die treten jetzt so langsam zurück. Es verlangt nach dem zweiten Schluck. Also richtig wunderschön, dieses Birnenaromen. Wirklich wie wenn man in einen Birnenkompott oder so einen Birnenbrei dann da isst. Sehr, sehr fruchtig. Und die Fassaromen, diese Gerbsäuren, die da Einfluss finden. Ich denke auch, das liegt daran, dass der Brand so süßlich geworden ist, dass der Holzzucker aus dem Holzfass, das ja ausgebrannt wird, sich hier gelöst hat, nicht nur für die schöne Farbe gesorgt hat, sondern auch für eine schöne Süße, die man im Brand, im Destillat selber findet. Mit diesem Birnenbrand haben wir eine von vielen fassgelagerten Bränden. Wir machen das mit dem Apfel, also auch verschiedene Apfelsorten. Wir machen das sortenrein für die Williams Christbirne, ein sehr exklusiver Brand. Wir machen sortenrein für die Champagnerbratbirne. Wir haben zwei Dresdner-Brände, die wir im Eichenfass nachgereift haben oder gereift haben. Also Grappas, die darf man zwar nicht so nennen in Deutschland, aber die im Eichenfass eben Farbe und Fassaromen dazu bekommen haben. Und es rentiert sich, die mal zu verkosten. Ihr seid eingeladen, hier in unseren Laden zu kommen, in Karlsruhe-Bulach, in der Litzenhardtstraße, auch euch mal durchzuprobieren, durch ein solches Produkt oder durch solche Produkte, gerade jetzt, wenn es wieder kälter wird. Also ich habe gerade eben gesagt, wir sind am Ende des Herbstes. Wenn es jetzt wieder kälter wird, ist die Birne fassgelagert durchaus ein Brand, ein Edeldestillat, das genossen entweder in einem Nosing-Glas oder in einem Schwenker, handwarm vielleicht sogar, einem wirklich wunderschöne Aromen und Geschmäcker eröffnet. Und von der Süße her, trotzdem, dass es eventuell immer wieder mal auch dieses trockene Gespür hat,
könnte ich mir gut vorstellen, dass auch ein solcher Brand, fassgelagerter Edelbrand, wunderbar zu einer Zigarre passt. Ich würde mich freuen, wenn ich euch den Geschmack machen konnte auf dieses Produkt. Wenn ihr danach sucht, findet ihr es hier in unserem Laden in Karlsruhe-Bulach, wie gesagt. Ihr findet es auch auf unserem Online-Shop unter www.skriptor-brennerei.de/shop. Und wenn ihr da unter Birnenbrand fassgelagert googelt oder sucht, dann findet ihr diese Birne und könnt euch nähere Informationen dazu holen oder euch parallel dazu noch dieses Video angucken. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch und würde mich freuen, euch bei einem meiner nächsten Videos wieder begrüßen zu können. Vielen Dank fürs Zuschauen.